Yo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Channel und heute seht ihr das Finale des Davis Cups 2015. Eigentlich sollten wir noch das Halbfinale bestreiten gegen den Nico98, aber da ist etwas dazwischen gekommen und zwar wurde er von seinem Origin-Konto gebannt und somit sind wir jetzt im Finale. Davinato LP hat sich dazu entschlossen, uns ins Finale zu lassen und das ist auf jeden Fall eine sehr nette Aktion. Und dann will ich noch sagen, dass der Nico98 irgendwie eine richtig komische Person ist. Er hat, also wir haben gespielt, 2:0, war er dann vorne im Hinspiel in der 17. Minute. Und dann haben meine Server abgekackt, das ist halt manchmal so, da kann ich wirklich nichts dafür. Dann habe ich ihm natürlich angeboten, einfach, wie man das halt normalerweise macht, einfach 2:0, 17. Minute und man spielt einfach weiter. Also dass wir einfach ein neues Spiel anfangen mit dem Spielstand 2:0 und in der 17. Minute weiterspielen. Und er hat gemeint, nein, nein, ich bin jetzt im Finale oder so. Irgendwie hat er das gemeint, extrem arrogant und irgendwie, keine Ahnung, extrem seltsam, extrem unfreundlich. Normalerweise unter YouTubern kann man das ja machen, dass man jetzt einfach mal ein Rematch macht, sodass eben für beide Beteiligten dieselben Bedingungen bestehen und das war in diesem Fall eben nicht der Fall. Er hat gemeint, ich bin unbedingt schon im Finale, du hast verloren, deine Server haben abgekackt und das finde ich einfach eine unkorrekte Aktion und somit finde ich es auch eigentlich sehr, sehr lustig und sehr gerecht, dass er jetzt von Origin-Konto sozusagen rausgeschmissen wurde. Ich finde, das ist ausgeglichene Gerechtigkeit, aber darum geht es heute nicht, denn wir spielen heute gegen den FIFA Active, ein richtig cooler Typ, mit dem solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, mit dem verstehe ich mich persönlich auch ganz, ganz gut, würde ich mal behaupten. Wir spielen hier mit unseren gelb-roten Militärtrikots sozusagen und er mit seinen schwarzen Trikots und dann sehen wir auch schon sein Team. Er hatte auf jeden Fall wesentlich mehr Glück, denn er hat Martinez, okay, das ist wahrscheinlich sein Spieler, Kagawa vom Bellarabi und einem weiteren Team of the Season, dazu sehr, sehr viele Goldspieler und nur einen Silberspieler und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Spiel wieder. In der allerersten Situation hat gleich mal FIFA Active den Ball, der Patrick von FIFA Active. Er geht hier mit Martinez durch, kommt dann glücklich zum Abschluss. Aber unser Tormann kann zum Glück parieren und somit steht es in der 21. Minute immer noch 0:0. Die nächste Situation haben dann wir. Bolasie geht hier schön durch, sprintet dann einfach mal vorbei und haut den Ball einfach mal eiskalt an die Latte. Remy kommt dann nicht mehr an den Ball und kann ihn leider nicht verwerten. In der nächsten Situation haben wir wieder mal Bolasie, der einen Traumpass auf Remy spielt und der nimmt sich den Ball auch wunderbar mit und dann leckt das Ganze hier ein wenig. Aber Remy macht den Ball rein und somit steht es in der 26. bzw. 27. Minute 1:0 für uns, ein sehr, sehr wichtiges Tor. Und in der 44. Minute kommt der Gegner mal wieder mit Martinez, mit seinem Team of the Season Spieler und den Ball macht er zum Glück nicht rein. Unser Tormann Mandanda kann den Ball super parieren und dann kommt er nochmal mit einem Schuss, aber unser Tormann kann wieder parieren. Das war auf jeden Fall keine schlechte Aktion vom Gegner und dann kommt er schon wieder, alles in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Er kommt hier schön durch, zieht dann ab, hat er schön rausgespielt, aber unser Tormann ist wieder zur Stelle und zur Halbzeit steht dann eben 1:0 für uns. Es ist auf jeden Fall ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für ihn. Aber in der zweiten Halbzeit werden wir nochmal alles geben, um dieses Spiel über die Runden zu bringen, um es zu gewinnen. Und der Gegner kommt hier wieder mal mit seinem Kagawa. Wir können aber klären und im anschließenden Konter geht hier Quaresh mal schön durch, macht hier einen Spin und dann ein Traumpass auf Bolasie. Der ist auf und davon. Aber ich mache hier so einen Scheißdreck. Ich hau den Ball einfach nicht mit einem schönen Schuss ins Tor. Nein, ich lupfe vollkommen seltsam. Und da macht hier Bolasie einen saugeilen Move. Aber dann kommt der Gegner an den Ball und der Konter wird ganz, ganz gefährlich. Das kann ich euch schon mal sagen. Piqué verschätzt sich hier unglaublich. Und Martinez macht den Ball in der 85. Minute. So bitter, kurz vor dem Schluss macht der Gegner dann hier noch das 1:1. Piqué verschätzt sich hier vollkommen. Das muss er auf jeden Fall besser klären. Und dann haben wir hier Remy am Ball. Der zieht hier mit seinem ganzen Face vorbei. Kurz vor Schluss kann er nochmal das Tor machen. Er schießt an den Pfosten. Wir haben richtig viel Pech in diesem Spiel gehabt. Und dann haben wir Quaresma, der spielt den Ball auf Bolasie und den Ball haut er nicht rein. Normalerweise macht er so einen Ball im Schlaf, aber diesmal eben nicht da. Wenn es drauf ankommt, macht er den Ball nicht rein. Und dann ist das Spiel vorbei und das heißt, wir gehen ins Golden Goal. Eine richtig spannende Partie mit Chancen auf beiden Seiten und das heißt eben, wir gehen ins Golden Goal und dann würde ich sagen, sehen wir uns dort auch schon wieder. Quaresma macht dann gleich mal Druck, geht hier mit einem doppelten Job am Gegenspieler vorbei, aber hier verdribbelt er sich leider und der Ball wird leider nur zur Ecke geklärt, aber dann kommt hier Bolasie, macht den schönen Spin, schickt Remy und Remy macht den Ball nicht rein. Was war das für ein Schuss? Das war einfach nur ein kranker Schuss, aber der Ball muss eigentlich sitzen, der Ball springt von der Querlatte wieder auf die Linie und dann haben wir hier eine sehr, sehr komische Situation gehabt, aber wir kommen nochmal mit Quaresma, der dribbelt sich hier wieder wunderbar durch und den Ball muss er eigentlich machen. Das wäre der Sieg im Davis Cup, aber wir sind einfach so fahrlässig und machen die Bälle nicht rein und der Gegner macht hier fast dann das so wichtige Golden Goal, aber er macht zum Glück nicht. Bellarabi kommt hier dann durch, das gibt den Eckball. Und warum zeige ich euch diese Szene? Denn der Eckball, der wird richtig gefährlich und das werdet ihr jetzt sehen. Die Flanke kommt rein und dann ist das Spiel vorbei. Wir verlieren mit 1:0. FIFA Active hat auf jeden Fall eine starke Partie gezeigt. Das Tor war dann, muss ich ehrlich sagen, aber wirklich glücklich, denn das war nicht mal sein eigener Spieler. Also ich glaube schon, aber es war halt sehr, sehr komisch. Hier könnt ihr es nochmal sehen. Schlussendlich haben wir die Partie aber dann verloren und ich sage FIFA Active, herzlichen Glückwunsch, dass du das Turnier gewonnen hast. Ich gönn's dir eigentlich richtig. Und ja, dann würde ich eigentlich schon sagen, sehen wir uns auch schon beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, ihr lasst für das Finale 15 Likes da. FIFA Active solltet ihr auf jeden Fall auch mal abchecken. Ist ein richtig guter YouTuber. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ich sage wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.